Nach zwei furchtbaren Schicksalsschlägen hat Miriam Höller eine schwere Zeit durchgemacht. Im Juli 2016 bricht sich das Model beide Füße, kann nicht mehr laufen. Wenige Monate später verliert sie ihre große Liebe, Hannes Eich, bei einem Helikopterunglück. Doch die heute 30-Jährige kämpft sich zurück. Bei der diesjährigen Ernstings Family Modenschau in Hamburg zeigt Miriam, wie viel Lebensfreude trotz allem in ihr steckt. Auf dem roten Teppich entdecken wir dann etwas Erstaunliches. Unter Miriams Kleid verbirgt sich ein kugelrunder Babybauch. Im Interview mit bunte.de löst sie dann aber auf. Nein, der ist natürlich nicht echt. Zum Vorführen der Umstandsmode haben sich die Models einen Silikonbauch umgeschnallt. Doch wie fühlt es sich für Miriam an, als Schwangere aufzutreten? Ja, das tut mir natürlich weh, auf der einen Seite auch, ne, dass ich dann Babybauch dann spüre und mich als Schwangere jetzt verkaufen und auf dem Laufsteg laufen soll. Das ist auf der einen Seite mit einem wahnsinnig enttäuschten Gefühl, aber auf der anderen Seite auch mit einer sehr großen Vorfreude, denn das war immer mein Plan, irgendwann mal Mutter von mindestens zwei Kindern zu sein. Und wenn jetzt dann der richtige Partner kommt und ich auch das irgendwann mal kommunizieren kann, dass ich wieder einen neuen Partner gefunden habe und happy bin, dann kann ich vielleicht auch irgendwann kommunizieren, dass ich schwanger bin. Aber jetzt ist erstmal Fokus auf der Arbeit. Ich gebe wirklich ordentlich Gas. Beruflich läuft es also momentan gut für das Model. Bis dahin war es allerdings ein steiniger Weg. Auch eine Therapie hat Miriam hinter sich. Doch besonders ein Gedanke hat ihr geholfen, weiterzukämpfen. Möchte ich verzweifelt und eine traurige Person ab jetzt sein oder trage ich das, was mir passiert, ist ganz wertvoll in meinem Herzen. Ich kann das nicht mehr ändern und mache damit aber weiter. Und ich habe mir immer gesagt, naja, wenn Hannes noch irgendwie da ist, wenn er noch irgendwie da sein sollte und mich sieht oder hört oder fühlt, dann soll er stolz auf mich sein und dann gebe ich genauso weiter Gas, wie ich vorher auch gemacht habe. Stolz kann Miriam auf ihre beruflichen Erfolge durchaus sein. Doch wie steht es um ihr Privatleben und eventuelle Zukunftspläne? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich selbst erstmal zu sortieren und auch herauszufinden, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Natürlich bin ich nicht mehr die Miriam, die ich vorher war. Die Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, die ist mir komplett genommen worden. Das macht aus mir, das was passiert ist, einen ganz anderen Menschen. Und dieser Mensch, der jetzt da ist, der sich durch das entwickelt hat, der sucht natürlich auch wieder einen neuen Partner. Ich vermisse das wahnsinnig körperliche Nähe, ich vermisse es, verliebt zu sein bis über beide Ohren. Und natürlich vermisse ich auch Pläne zu schmieden. Ne? Also Zukunftspläne zu schmieden ist etwas, wovor man auf einmal Angst bekommt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Zukunft positiv wird. So nach dem Motto, mir kann jetzt nichts mehr passieren, so viel wie auf einmal kam. Aber ja, ich freue mich wirklich sehr auf die Zukunft. Respekt, wie Miriam Höller aus dem tiefen Tal der Trauer herausgekommen ist und wieder so viel neuen Lebensmut geschöpft hat.